irgendwie ging es mir so psychisch, mental, was auch immer, nicht so prickelnd. Ich hasse dich. Warum? Ich hab doch... Du bist so ein Lügner. Was habe ich hier getan? Also ich bin, müsst ihr wissen, sehr, sehr unzufrieden momentan mit meinem Kanal. Hat er einfach meine Socke genommen und weggeworfen. Und die hängt einfach da oben. Dann mach's auch. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich die ganze Zeit schon beim Ohrenarzt. Irgendwie wird es nicht besser. Und wir haben es letztens halt röntgen lassen. Guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog. Ja, heute ist tatsächlich schon Samstag. Das heißt, ich habe den Freitag mal übersprungen. Ich weiß nicht, ich hatte gestern einfach wirklich gar keine Lust zu vloggen. Irgendwie ging es mir so psychisch, mental, was auch immer, nicht so prickelnd. Passiert manchmal, wenn man sich irgendwie selber stresst. Hatte ich auf jeden Fall, aber alles gut, keine Sorge. Deswegen dachte ich mir, ich fange einfach ab heute an. Wir sind heute eigentlich relativ früh aufgewacht, um 9. Und ich habe Hans nicht geweckt, also er war auch um die Uhrzeit wach. Deswegen voll komisch, aber... eigentlich ganz gut. Und ich sehe gerade, meine Haare sind so fettig. Ich muss auf jeden Fall gleich mal duschen. Ja, duschen, nicht baden. Denn wenn es schnell gehen muss, gehe ich auch mal duschen. Ich mache mich hier gerade auf jeden Fall gerade ein Ei. Ich hatte irgendwie richtig Bock auf so ein hart gekochtes Ei. Hatte ich irgendwie richtig lange nicht mehr. Und dann werde ich gleich erstmal was essen. Ich glaube, ich mache mir zwei Toasts. Eins mit diesem Ei und eins mit Lachs. Ich habe mir nämlich letztens so eine XXL-Packung mit Räucherlachs gegönnt. Ich bin absolut süchtig nach dem Zeug. Das will ich mir gleich gönnen. Und heute steht mal wieder, wie immer, sehr viel auf dem Plan. Oh, Jimmer. Eigentlich das Standardprogramm, Videos drehen, Bilder machen und so weiter. Also eigentlich wie immer. Irgendwie sieht mein Wochenende immer gleich aus, oder? Ich liebe das momentan übrigens immer aus solchen Gläserbechern zu trinken mit diesem Strohhalm und so. Das ist wirklich ein Lifehack an die Leute, die immer viel zu wenig trinken, so wie ich. Dadurch trinkt man einfach so krass viel mehr, das ist echt heftig. Und es bringt irgendwie mehr Spaß zu trinken, voll komisch. Aber kleiner Lifehack. Ein paar Sekunden später. Ich hasse dich. Leute, ich wollte gerade was aufnehmen und Hans hat es schnell noch beseitigt. Ich erzähle dir das jetzt. Hans meckert mich immer richtig doll an, wenn ich die Klobrille offen lasse. Und ich wollte gerade duschen gehen. Das hier ist ja so Hans Badezimmer. Also ich gehe hier eigentlich sehr selten rein. Ich komme hier rein und die Klobrille stand offen. Oh nein! Ja. Und ich werde immer richtig angemeckert, wenn ich das mache. Was sagst du dazu? Ich meckere nicht immer an, weil du das machst, damit du es lernst. Ich mach die immer runter. Ja, hat man ja gerade gesehen. Alter, die war unten. Ich hab doch... Du bist so ein Lügner. Gott sieht alles. Gott sieht alles. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen, Leute. So, ich bin mittlerweile fertig gemacht. Ich habe meine Haare gewaschen. Ich liebe einfach dieses Gefühl von frisch gewaschenen Haaren. Irgendwie sehen die immer gut aus. Und das fühlt sich auch so gut an. Danke. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Bilder gemacht. Ich glaube 5, 6 Stück, irgendwie sowas. Und die werde ich jetzt einfach mal bearbeiten. Ein paar muss ich mit Photoshop bearbeiten. Aber ich glaube tatsächlich nur 1 oder 2. Die anderen sind all natural. Die anderen werde ich dann am Handy bearbeiten. Und danach muss ich kurz das Schlafzimmer aufräumen, weil das wirklich katastrophal aussieht. Das kann ich euch gleich zeigen. Und dann werde ich 2 Videos aufnehmen. Ja, produktiv. So, meine Bilder sind alle bearbeitet. Es sind 6 an der Zahl geworden. Und ich habe die letzten Tage so durchgezogen, was Bilder machen angeht. Und ich habe jetzt so viele vorproduziert. Das ist so ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz den Raum der Verwüstung zeigen. Ich weiß nicht genau, wie das gerade passiert ist alles. Ich habe hier schon mal ein bisschen was liegen. Aber Leute, es wird noch schlimmer. Was habe ich hier getan? Ich weiß halt wirklich nicht, wie das passiert ist. Ich werde das jetzt mal aufräumen. Es ist mittlerweile 2 Uhr mittags. Ich habe jetzt 2 Videos gedreht. Das eine ist ein Real Talk Video, was ich heute auch online stellen möchte. Dazu sage ich euch gleich nochmal was. Und das andere ist ein Hauptvideo. Sagen wir es mal so. Kurz zum Real Talk Video. Das ist, wenn ihr diesen Vlog seht, schon online. Ich habe da mal über meinen YouTube-Kanal geredet, was mich gerade momentan stört. Also ich bin, müsst ihr wissen, sehr, sehr unzufrieden momentan mit meinem Kanal. Habe ich euch da mal ein bisschen erzählt, was abgeht und was ich ändern möchte. Also falls euch das interessiert oder ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das Video einfach mal aus. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Liegt mir sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da freuen. Aber ich werde dieses Video jetzt schneiden. Und das andere Video werde ich irgendwann die Woche mal schneiden, denke ich. Let's go! So, der ganze Videokram ist vorbei. Ich mache jetzt mal Essen für uns. Sorry an alle Vegetarier und Veganer. Heute gibt es bei uns
Ofenspirelli à la Mama. Haben wir tatsächlich noch nie gegessen. Ich habe das einfach im Laden gesehen und dachte, kann man mal ausprobieren. Ich liebe es nämlich, neue Gerüchte auszuprobieren. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Sie auch? Ja, Mann. Ich hab Hunger. Oh, du hast doch gleich Hallo gesagt. Hallo. Hans hat heute nicht mal Frühstück gegessen. Richtig dumm. Da hatte ich ja noch keinen Hunger. Und jetzt habe ich Hunger. Ich mache ja schon. À la Mama. Ja. Das heißt, à la Mama ist witzig, oder? Okay, bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist halt ein normaler Auflauf, aber ich glaube, der wird lecker sein. Ich hoffe es zumindest. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, esst ihr immer mit Messer und Gabel, also auch solche Aufläufe und so? Weil ich zum Beispiel, ich esse wirklich immer nur mit Gabel. Ganz ausnahmsweise esse ich mal mit einem Messer, wenn es wirklich was ist, was man doll schneiden muss oder so. Aber sonst esse ich immer nur mit einer Gabel. Hans aber isst immer mit Messer und Gabel, also egal was. Ich glaube sogar Kartoffelpüree würde er mit Messer und Gabel essen, ich weiß nicht mehr. Aber schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Später. So, wir waren in der Zwischenzeit jetzt mal beim Sport, nach einigen Schwierigkeiten wieder. Nein, ich wollte nur sagen, Hans war wieder nicht so motiviert, aber... Wir haben uns richtig gestritten eben. Ach, soll ich das erzählen? Nein. Was heißt richtig gestritten, aber... Wir waren schon sehr, aber jetzt haben wir uns wieder dolle lieb. Ich muss euch kurz zeigen, das mit der Socke. Darf ich schon trinken? Ja, wie gesagt, wir waren ein bisschen sauer aufeinander. Ich habe das gerade erst gesehen. Computer, Licht an. Danke. Ich habe das gerade erst gesehen, Hans hat einfach, weil ich habe mich hier umgezogen, als ich zum Sport gegangen bin, habe meine Sachen halt hier liegen lassen, hat er einfach meine Socke genommen und weggeworfen. Und die hängt einfach da oben. Die andere liegt hier unten, aber zu witzig, einfach, ich habe das gerade durch Zufall gesehen. Computer, Licht aus. Richtig asozial auf jeden Fall, wie du mit meinen Sachen umgehst. Und ich habe uns jetzt gerade hier einen Ingwertee gemacht, das ist nämlich sehr gesund. Und guckt euch mal bitte an, was für Süße. Ey, warte, du hast den falschen genommen. Warum? Das ist doch dein. Ich habe eh noch nicht getrunken, also ich habe getrunken, aber es ist zu heiß, dass du kaltes was reingemacht? Ja, bei dem ist besser, nicht. Bei dem ist besser, ich habe hier zu wenig gemacht. Guck mal, was für süße Tassen wir einfach haben. Die hat meine Mom uns zu Weihnachten geschenkt, da sind so Bilder von uns und so, ist voll cute. Danke, Mama. Danke, Mama. Ich muss hier gleich meine Tabletten nehmen. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ich gehe kurz ins andere Zimmer, dann kann ich es erzählen. Erzähl doch hier. Ach, ich dachte, du willst gucken. Nee. Ich glaube, ich habe es nicht erzählt, oder? Hallo. Ich bin gerade nicht sicher, habe ich es erzählt? Hast du nicht? Erzähl doch einfach. Ja, auf jeden Fall, was das für Tabletten sind. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich schon seit einiger Zeit zum Ohrenarzt gehe und Ohrenprobleme habe. Das Ganze fing ja an, als wir nach London geflogen sind. Schmeckt's? Mhm. Als wir nach London geflogen sind, da war ich ja erkältet. Und ich wusste halt nicht, dass es irgendwie irgendwelche schlimmen Auswirkungen haben kann, wenn man erkältet fliegt. Wusstest du das vorher eigentlich? Ich auch nicht. Auf jeden Fall, als wir gelandet sind, hatte ich halt richtig, oder halt auch während des Fluges, richtig doll Druck auf den Ohren. Und das ging halt auch mehrere Tage nicht weg. Es war sehr, sehr schlimm und unangenehm. Irgendwann ist dieser Druck halt weggegangen, aber seitdem, das ist schon 4 Monate her oder so, habe ich halt immer so ein Knacken im Ohr, wenn ich halt bestimmte Sachen mache. Und das ist super nervig. Hans meint immer, ich bilde mir das ein. Nein, ich sage nicht, dass du dir das einbildest. Ich sage nur, dass du dir, glaube ich, nicht im Klaren bist, dass du das vorher auch hattest, weil du nicht drauf geachtet hast. Ich weiß, hast, dass man das immer zu einem bestimmten... Weil ich habe das auch. Ja, ich weiß, ich so aber bei mir ist es sehr doll. Bei mir ist es, ich weiß, dass man das dann knackt das echt immer im Ohr. Leute, schreibt einfach mal, ob das bei euch auch knackt. Wenn aber ich hab's wirklich oder wenn doll. Ihr dann knackt das immer. Ich weiß, dass das nicht normal ist bei mir. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich die ganze Zeit schon beim Ohrenarzt. Irgendwie wird es nicht besser. Und wir haben es letztens halt röntgen lassen. Und da ist irgendwie rausgekommen, dass ich halt eine Nasennebenhöhlenentzündung habe. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist. Ich habe halt Tabletten bekommen, die ich 2 Wochen nehmen soll. Eine Woche ist schon fast um und es ist halt immer noch nicht besser geworden. Deswegen bin ich ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Aber mal schauen. Ich werde wahrscheinlich auch mal den Arzt vielleicht nochmal wechseln und gucken, ob der andere das Gleiche sagt oder mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt unseren Ingwertee trinken. Guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Sonntag. Der Sonntag passt heute nämlich sehr gut, denn es ist super sonnig. Also mega, mega schönes Wetter heute. Aber ich glaube, wir gehen nicht raus. Ja, ihr wisst, Sonntag ist oft unser Pfannkuchentag. Deswegen bin ich hier gerade am Brutzeln. Mir ist der letzte hier gerade ein bisschen gefailt. Ja, gestern Abend sind noch ein paar Freunde vorbeigekommen. Wir haben gechillt und gegessen und das Dschungelcamp-Finale geguckt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas guckt. Also irgendwie mittlerweile gucken Hans und ich
fast jede von diesen Trash-Sendungen, ob es jetzt DSDS, Dschungelcamp oder Bachelor, was auch immer ist, irgendwie gucken wir das alles. Ich weiß nicht, ob es traurig ist oder nicht, deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es auch guckt. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Pfannkuchen essen und dann machen wir uns, denke ich, ans Putzen. Ich glaube, das ist der Plan. So, die Wohnung ist auf Vordermann gebracht. Also wir haben wirklich alles geputzt. Es ist blitzblank hier überall. Ich liebe das. Auf jeden Fall haben wir gerade noch ein bisschen Netflix gesuchtet. Und ich muss mich jetzt hier, also es ist mittlerweile schon wieder 2 Uhr mittags. Die Zeit geht immer so schnell. Ich habe mich jetzt hier an den PC gesetzt, weil ich ein bisschen Bewerbungskram und so machen muss. Ich hasse sowas echt richtig doll, aber leider muss das sein. Und irgendwann demnächst, wenn ich damit fertig bin oder so, will ich dann noch zum Sport gehen. Eigentlich bin ich heute nicht so motiviert, aber irgendwie will ich zum Sport gehen, weil ich halt Zeit dafür heute habe. Und wenn ich heute gehe, dann bin ich diese Woche einfach 4-mal im Fitnessstudio gewesen. Das ist schon echt heftig, weil ich normalerweise halt 2-mal nur gehe. Deswegen wäre das natürlich schon ganz nice. Ja, ich denke, ich gehe heute. Spaß. Ja, der Bewerbungskram ist ready. Ich habe jetzt übrigens doch entschieden, dass ich nicht zum Sport gehen werde. Oh je. Eieiei. Ne, irgendwie, weiß nicht, ich habe heute nicht so Motivation. Und ich war ja sowieso schon 3-mal diese Woche, deswegen ist es, glaube ich, akzeptabel, oder? Ach, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe. Und ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen kein Bock irgendwie. Ah. Ich habe aber Hans gerade gefragt, ob wir eine Runde spazieren gehen können. Und was hat er gesagt? Ja, was soll ich denn dazu sagen? Dass er äußerst Bock darauf hat. Ja, ich weiß nicht, heute ist irgendwie so schönes Wetter und es ist wahrscheinlich kalt, aber ich glaube, es ist trotzdem angenehm. Deswegen wollte ich mal kurz rausgehen. Deswegen, wir können halt mal zum Tierheim gehen, aber eigentlich kein Bock jetzt, ne? Das ist viel zu weit. Also. Kann ich euch später mal erzählen mit dem Tierheim. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht erzählt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall spazieren, kurz. Time for some food. Heute gibt es bei uns Bratkartoffeln mit so Mini-Schnitzeln. Und ich habe noch so einen Salat von gestern übrig. Voll geil. Wir haben die voll lange nicht mehr gegessen. Was? Ich teste noch. Ob die fertig sind? Mhm. Ich glaube schon. Die sind halb. Nicht fertig? Echt nicht? Ich glaube nicht. Hä, die sind schon über 15 Minuten. Aber die sind auch voll weich und glattig. Okay, dann machen wir die wohl noch eine Runde. Vertraust du mir jetzt endlich? Ich vertraue dir, Bebe. Warum bist du dann eben zurückgegangen? Oh, du bist ein bisschen zu weit weg. Mach jetzt. Komm ein bisschen näher, okay? Vertraust du mir? Ja, natürlich. Dann mach's auch. Ich bin so schlimm. Okay, jetzt du. Fängst du mich auf? Ja. Ich hab Angst, dass du es nicht schaffst. Ja, guck mal, du vertraust mir. Nein, nur deine Kraft. Du vertraust mir nicht. Ich hab aber Angst. Hast du Kraft genug? Ja, vertrau mir. Ich hab's auch gemacht. Verarscht. Hallo. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch vorhin nicht erzählt, was ich mit dem Tierheim meinte. Hans und ich haben uns nämlich vor einem Monat oder so, ich weiß es nicht mehr genau, vor ein paar Wochen, im Tierheim bei uns angemeldet in der Nähe. Wir hatten nämlich mal Lust, da einfach mal so ein bisschen zu helfen und irgendwie mal Gassi mit den Hunden zu gehen oder sowas. Deswegen haben wir das gemacht. Das Blöde dabei ist nur, um mit den Hunden Gassi zu gehen, muss man eine Einführungsrunde mitmachen. Ist ja auch alles okay. Die findet 2-mal im Monat statt. Und dauert so 1,5 Stunden. Haben wir uns für angemeldet. Da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass der nächste freie Termin erst im April, Mitte April oder sowas ist. So. Hä? Fand ich schon heftig. Also anscheinend ist die Nachfrage da mega hoch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an den Neujahrsvorsätzen von einigen liegt oder so. Keine Ahnung, aber hätte ich nicht gedacht, dass die Nachfrage da so hoch ist. Also ist ja gut, ne? Aber finde ich ein bisschen schade, dass wir da jetzt noch nichts machen können. Und ansonsten, ich habe gerade gebadet und werde jetzt den Vlog schneiden. Übrigens, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer von euch den Vlog jetzt bis zu dieser Stelle geguckt hat. Also, falls ja, echt heftig. Aber dann werdet ihr die Ersten sein, die diese Info mitbekommen. Nämlich habe ich mir überlegt, dass ich in den Vlogs jetzt immer regelmäßig jemanden grüßen möchte. Also in jedem Vlog einen. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr gegrüßt werden wollt, ist, einen Kommentar zu schreiben. Am besten halt mit dem Hashtag VikaEndVlog. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr gegrüßt werden wollt. Und ihr könnt dazu vielleicht noch euren richtigen Namen schreiben oder was auch immer, damit ich vielleicht nicht euren Benutzernamen grüßen muss. Aber wenn ihr das möchtet, dann kann ich das natürlich auch. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, gespannt, wer von euch das jetzt alles gehört hat. Ansonsten würde ich sagen, war es das für den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich würde sagen, folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!